Hallo Leute und willkommen zurück in der Irrenanstalt, in der ich langsam irre werd. Oh, nach dem Schock beim letzten Mal, als wir hier reinkamen, das hat mich so übel überrascht. Ich hab ja... Ich trau mich echt überhaupt nicht mehr, hier irgendwas zu machen. Oh Gott, ich hasse sowas. Ich hab echt Schiss gerade, Leute. Was war das? Oh shit, ich hab so Schiss. Ich trau mich nicht mal aus den Fenstern zu gucken. Was war das? Ich bin bewaffnet und gefährlich. Geht ja weg. Oh nein, 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 bitte, nein, kein Blut. Och nö, irgendwas ist hier. Hat sich da hinten was bewegt? Oh, ein Schaukelstuhl, wie gemütlich. Was ist denn das für eine scheiß Musik? Das sind Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Ist eine gute Frage. Meins? Dann wollen wir doch mal gucken, was hier denn schön ist. Oh, Feuerpfeile, nett. Schlüssel benötigt. Was steht hier dran? Muss mich wohl ein. Der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um ihn zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Linguistin. Falls ihn jemand benötigt, was nicht der Fall sein sollte, möge er während meiner Dienstzeit zu mir kommen. Liefern lassen. Freiwillig, versteht sich. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zurück durch diesen wunderschönen Gang, ja? Wieso liegt denn hier ein Ball rum? Da unten liegt was zu futtern. Ganz praktisch, Stuhl im Futter kann man immer mal gebrauchen. Haben wir hier was zu klauen? Können wir in den Schreibtisch rein? Nö. Meins? Wie soll ich denn da reinkommen? Achso, es geht noch ein Stück nach unten. Hier ist auch wieder ein Schloss des Barons. Also hier komme ich momentan noch nicht ran. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Sieh mal einer an, wo wir hier hinkommen. Meine. Hier haben wir auch noch ein bisschen was wir aufmachen können. Ich hab's im Gefühl, wenn wir jetzt nochmal durch diesen Gang gehen, geschieht irgendwas. Stimmen. Die Stimmen werden lauter. Immer wenn ich mich ihr nähere, fangen sie an und schreien. Meine Hände zittern so stark, dass ich kaum das Patientenregister unterschreiben kann. Was soll ich tun? Meine Haare, Fingernägel, Zähne. Es ist, als würde ich auseinanderfallen. Ich kann nicht mehr dort hinuntergehen. Ich kann so nicht weitermachen. Dr. Stedman wird das verstehen. Ich erkläre ihm den Sachverhalt und werde in die Stadt zurückversetzt. Alles wird wieder in Ordnung. Weil wir haben uns ja jetzt dran gewöhnt, wir sind einmal durch den Gang, nichts ist geschehen, na, da kommen wir ja wieder durch. Und dann geht's los. Wow. Das ist immer so. Schreibmaterialien dürfen nur unter strenger Aufsicht benutzt werden. Schreibmaterialien werden nur zur Verfügung gestellt, wenn der Patient einen unmittelbaren Zweck angeben kann. Es dürfen keine Füller mit Metallfedern an Patienten ausgegeben werden. Selbstdarstellung ist keine gültige Methode der kognitiven Therapie.
Wo kommen wir denn hier hin? Was war das? Shit, da ist irgendwer. Wie ich dieses Kapitel hasse. Ohne Mist. Aber jetzt ist dieses Geheule weg. Warum zur Hölle ist es nötig, das Ganze so gruselig zu gestalten? Hallo? Hilfe! Ich will das alles echt überhaupt nicht. Warum ist Besso nicht mitgekommen? Ich will hier nicht alleine sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Das ist auch der Grund, warum ich Horrorspiele nicht spiele. Ich lasse mich viel zu schnell von sowas einlullen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Das sind keine echten Leute, oder? Die bewegen sich nicht, die sind nicht echt. Dürfen wir bitte wieder gehen? Dürfen wir? Bitte einfach wieder gehen? Warum nochmal muss ich als Dieb in so eine Nervenheilanstalt? Und warum nochmal kann ich den Bogen nicht in der Hand halten? Wieso packt er den immer wieder weg? Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Oh. Was zur... Was macht ihr hier? Ich finde das überhaupt nicht lustig von euch. Was liegt denn da jetzt auf einmal? Dr. Steadman, Hanfield hat von euren kleinen Auseinandersetzungen im Spiel Speisesaal neulich Abend gehört. Er zetert und schimpft und meint, er werde wegen deiner beruflichen Nachlässigkeit schon bald die Verfügungsgewalt über Patientin 18 erhalten. Es würde mich nicht überraschen, wenn er 79 zu der ganzen Sache angestiftet hätte. Behalte ihn im Auge. Er ist viel zu erpicht darauf, dein neues Testsubjekt in die Finger zu bekommen. Mama?
die ganzen Leichen waren eben noch nicht hier gewesen. Ohne Shit, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gerade dafür verfluche, dass ich dieses Kapitel echt gestartet habe. Es kann doch überhaupt nicht euer Ernst sein, dass ich mir sowas antun muss. Lass das verflucht, ich hab so schon Schiss genug, ich hasse sowas. Hab ich bei der Vorbestellung gesagt, ich will ein Gruselspiel? Ich glaube nicht. Ich wollte stehlen, plündern, mir meine schwarze Seele rausreißen. Was passiert, wenn ich hier dran drehe? Was zur Hölle war das? Dieses Spiel ist schlimmer als ein Horrorfilm, weil bei einem Horrorfilm sind normalerweise immer mehrere Leute unterwegs. Und wir sind hier komplett allein. Neues Dokument. Unterhaltung. Revue mit drei Parodien. Langweilig. Kann man irgendwie helfen? Irgendwas ist hier überhaupt nicht in Ordnung. Und ich weiß offen gesagt auch nicht, ob ich in der Lage bin, hier die Gebiete auszukundschaften. Weil es jetzt schon so übel an meinen Nerven nagt, dass ich am liebsten einfach wieder gehen würde. Kommen wir auch hier durch zurück? Ich will wieder zurück. Oh Gott, ich hasse solche Spiele. Oh, nicht schon wieder diese gruseligen Duschen. Doch, ich bin im Lüftungsschacht, so weit, so gut. Das denn? Hier ist sowas von dicht. Ich habe gerade ernsthaft die Orientierung verloren, auch das noch. Oh, dieses Spiel macht mich so fertig gerade. Ernsthaft, ich bin für Horrorsachen überhaupt nicht gemacht. Und das ist echt gerade ziemlich übel für mich. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach. Oh Gott, jetzt erschrecke ich mich schon wegen so. Alter, ich bin für sowas nicht gemacht. Und jetzt kommt nämlich wieder dieser Scheißgang hier. Ich wusste es. Ich hab's immer gewusst, wir sind nicht allein. Hallo? Hallihallo.
Oh, ich stelle mich jetzt aber auch wirklich erstmal in die Ecke und verabschiede mich erstmal von euch. Wir machen hier beim nächsten Mal ganz in Ruhe, ganz in Ruhe weiter. Macht's gut.